Prinz Luitpold, warum engagieren Sie sich bei den Familienunternehmer und wo liegen die Schwerpunkte Ihres Verbands? Ja, warum engagiert man sich? Wir sind in einer Zeit, die gerade in den letzten Monaten zunehmend in eine Neiddiskussion kommt. In eine Diskussion, die wir weiß Gott nicht brauchen. Wir reden immer mehr über Verteilung, über gerechte Verteilung, über Gleichheit, Ungleichheit. Und ich glaube, da muss man schon mal sehr deutlich beginnen, Stellung zu beziehen. Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und sind sicher der Hintergrund, warum Deutschland in den letzten 5, 6 Jahrzehnten erfolgreich war. Die soziale Marktwirtschaft, die gelebt wird von Familienunternehmen, die ein Verantwortungsgefühl für ihre Mitarbeiter, für ihre Umwelt und auch für ihren Standort haben, sind völlig anders wie eine Gesellschaft, die in einem Turbokapitalismus mit Shareholder Value geprägt ist, wo es darum geht, aus einem Unternehmen das Maximale herauszuholen und nicht dafür zu sorgen, dass in einer Region ein lebenswertes Umfeld ist. Aber es gibt den alten Spruch bei den Juristen der Gleichheit. Gleichheit ist die in der Ungleichheit gleich zu sein. Jeder Mensch hat andere Talente, jeder Mensch hat ein anderes Umfeld, andere Vorlieben. Und deswegen alle Menschen gleich zu machen, wird nie funktionieren. Sondern wir müssen Leuten Chancen geben. Wir müssen ein Land haben, in dem man nach oben kommen kann. Dafür wirkt eine soziale Marktwirtschaft, nämlich Sozialbindung des Eigentums. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen und nicht in die Fehler zu verfallen, die viele jetzt propagieren, nämlich in einen Sozialismus, in dem der Staat als Besserwisser alles anders verteilt. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und es ist wirklich erschreckend, wie sich hier die Tonalität in den Medien, wie sich die Tonalität in der allgemeinen Sprache bei den Leuten geändert hat. Das ist der Grund, warum ich mich hier engagiere. Und ich hoffe, wir können ein bisschen was dazu beitragen, dass dieses Land stabil bleibt. Am 26. September stehen Bundestagswahlen an. Was erwarten die Familienunternehmer von der neuen Regierung? Das kommt sehr darauf an, welche Regierung drankommt. Und es gibt sicher Konstellationen, von denen ich überhaupt nichts erwarte, außer Desaster. Wenn wir uns etwas auf eine Postkarte malen könnten, dann wäre es eine Regierung, die, wie ich vorhin erwähnt habe, die Staatsquote senkt, die versucht, Innovation zu treiben und die versucht, der Wirtschaft eine soziale Marktwirtschaft, die auch mit ökologischen Grundwissen ausgestattet ist und wirklich zukunftstechnisch, aber wirklich auch von der Innovation her systemoffen denkt. Und ich glaube, dann kommen wir vorwärts. Aber wenn wir mit Dogmen arbeiten, wenn wir eine Regierung kriegen, die doktrinär meint, sie weiß alles besser und damit die Forschung ausschaltet und damit das Wissen negiert, dann werden wir nicht weiterkommen. Also ich glaube, wir brauchen in der Zukunft eine Regierung, die für die Zukunft offen denkt und den Versuch neuer Technologien zulässt und nicht alles meint, sie wäre es alles besser und eine staatsgetriebene Struktur aufsetzt. Dafür müssen wir kämpfen. Es gibt ein paar Parteien, die in der Richtung offen sind. Es gibt welche, die da eben sehr gefährlich sind. Und ich glaube, das muss jeder selber entscheiden. Eines ist sicher, wir dürfen uns hier nicht zu sehr von Emotionen leiten lassen. Es wird auch wichtig sein, dass wir mehr auf die Programme und weniger auf die einzelnen Personen schauen. Denn einzelne Personen werden manchmal ausgetauscht und wenn sie gewählt sind, sind sie möglicherweise nicht mehr in der Lage, das, was sie vorher gesagt haben, umzusetzen, weil die Parteiapparate anderer Meinung sind. Das ist das Gefahr und ich glaube, das muss man wirklich ganz offen anschauen. Es hilft nichts, wenn wir eine Verpackung kriegen, die außen verpackt ist, wunderbar, und innen drin eben hochfaul. Und noch eine Frage zum Schluss. Wie halten Sie es eigentlich privat mit der Vermögensanlage? Wissen Sie, ich habe ein Unternehmen. Und wir haben in unserem Unternehmen auch Land- und Forstwirtschaft. Und ich glaube, da gibt es genügend, was man da noch unterbringen kann. Ich brauche keine fremden Vermögensanlagen. Ich glaube, man ist gut daran beraten, das Vermögen im eigenen Betrieb zu haben und gegebenenfalls in den Betrieb zu investieren oder auszuweiten. Ich habe vielleicht, wir haben unterschiedliche Unternehmenszweige bei uns. Mal geht der eine etwas besser, mal der andere. Wir sind jetzt momentan etwas Corona
geschädigt, weil wir sehr stark in Gastronomie und auch Veranstaltungen tätig sind. Aber auf der anderen Seite gibt es andere Bereiche bei uns, die momentan ganz gut laufen. Also insofern, das bisschen gestreut zu haben, ist ganz gut. Aber im Wesentlichen das Geld im eigenen Vermögen, denn wenn ich nicht gut genug bin, dass es im eigenen Unternehmen untergebracht ist, warum soll ich es dann einem anderen geben? Also ich glaube, das ist ein Armutszeugnis für sich selbst.